Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich, wie man an meinem Outfit etwas gut erkennen kann, ein Adventskalender-Unboxing für dich. Und zwar geht es um den ASOS Face and Body Adventskalender. Also wenn du mit mir zusammen herausfinden möchtest, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den ASOS Advents, achso, es gibt auch noch eine Verlosung, ne? Ich habe den ASOS Adventskalender tatsächlich bei einer englischen YouTuberin gesehen, habe auf ASOS.de nachgeschaut, also auf der deutschen ASOS-Seite, habe ihn nicht gefunden, habe auf ASOS UK diesen Adventskalender bestellt. Er wurde mir aber geliefert von ASOS.de. Frag nicht. Auf ASOS.de kostet er irgendwie 78 Euro Tüdelü. Auf ASOS UK ungefähr das ähnliche in Pfund. Aber ich habe dadurch, dass ich mich neu angemeldet habe, irgendwie einen 10 Euro oder 10 Pfund Rabatt bekommen und habe den irgendwie für Mitte 60 Euro bestellt, glaube ich. Irgendwie so den Dreh. Ich habe auf jeden Fall gespart. Sehr geil. Es sollen ultra krasse Produkte drin sein. Und ich tue jetzt auch nicht allzu überrascht, weil ich weiß, was drin ist. Sieht man nämlich auf der ASOS Homepage. Aber es ist immer schöner, wenn man den Adventskalender in den Händen hält und das selber besitzt. Ja, ne? Also da muss ich euch jetzt nichts vormachen. Hinten drauf stehen auch nochmal die Produkte. Und ja, das ist halt dieses Over-Gedöns, was man halt drüber zieht. Und dann hast du hier einen Korkkarton, der quasi so gesprenkelt ist mit verschiedenen bunten Kartonviechern. Und dann nimmt man den Deckel einmal ab. Irgendwie. So. So. Wie ein riesen Schuhkarton ist es. Ich finde den total herrlich und ich werde ihn behalten. Genau. Und hier sind dann die Kläppchen drin oder die Boxen. Nicht wundern. Das sind zwei Lagen, ne? Also du hast in der ersten Lage die ersten 12 Boxen und in der zweiten Lage die zweiten 12 Boxen. Genau, und so krass, was da drin ist, Leute. Du, ja, ich freue mich so sehr. Ich bin aufgeregt. Ich habe eben den Flaconi-Adventskalender aufgemacht und hätte heulen können. Hab mir Gott sei Dank den hier zum Ende aufbewahrt, weil ich einfach weiß, wie geil die Produkte sind, die da drin sind. Und dass dieser Warenwert unfassbar geil sein wird und dass ich mich sehr freuen werde. Und ja. Deswegen stelle ich ihn hier hinten mal hin. So sieht es dann aus, wenn er quasi bei euch steht, wenn du ihn aufmachen würdest. Ich finde das total schön, dass du quasi ja diese schlichte äußere Optik hast und dann diese wunderschönen bunten Boxen da drin. Also du kannst ihn auch 1A weiterverwenden. Ich will nicht länger quatschen, ich will es aufmachen. Wir starten natürlich mit der Nummer 1. Ich meine, das ist jetzt relativ unspektakulär, aber irgendwie klar, ne? So, und in der Nummer 1 haben wir schon ein tolles Produkt von Origins, Super Spot Remover. Das ist ein Treatment Gel. Und zwar befinden sich hier drin, 10 Milliliter oder sowas. Ja, 10 Milliliter. Das ist ein Gel, was man hier auch tatsächlich riecht. Das riecht sehr nach Pickelentfernungsgedöns, weil es halt ein Pickelentferner ist. Du hast hier drin so ein Gel. Und das gibst du dir punktuell auf die Pickel auf. Deswegen das Ding, das wird dir halten bis zum Sankt-Nimmerlandstag. Und ich freue mich da auch irre drauf, weil jetzt irgendwie habe ich in letzter Zeit wieder ja Probleme mit Pickeln aufgrund von Pille abgesetzt. Ja, riecht streng, aber nicht schlimm. Also halt nach Pickelentfernungsgedöns. Ich weiß gar nicht, wie beschreibt man das? Minzig. So den Dreh. Ja. Und die Boxengröße passt dann halt auch wirklich zum Produkt. Ne? Da hast du jetzt nicht eine überdimensional große Box für ein Mini-Produkt. Finde ich von ASOS echt toll gemacht. Ich weiß übrigens echt noch nicht, was ich dir aus diesem Adventskalender verlosen möchte, weil ich alles da drin so bombastisch geil finde. Aber ansonsten habe ich ja noch was in meinem Backup-Verlosungs-Schubladending. Genau, die Nummer 2 ist auch wieder poppig. Und ja, 1A passt genau rein. Ne? Also super. Platz gespart. Wet Brush Mini Detangler. Den packe ich dir in die Verlosung. Genau, da hast du weniger Haarbruch und so weiter. Sowas ist nicht unbedingt was für mich. Also ich freue mich darüber, dass ich mein Tangle-Teaser habe, denn damit kann ich hier super umgehen. Sowas ist für mich einfach zu wenig. Ich habe dafür viel zu feines und viel zu langes Haar. Das wird nicht funktionieren, da komme ich nicht mit durch. Das heißt, der geht auf jeden Fall in die Verlosung. Aber es ist ein geiles Produkt, ne? Es ist eine schöne Bürste, die ist hochwertig, die ist toll, die ist klasse, ne? Kommt in die Verlosung. Also schön, dass die mit drin ist. Die ist, steht natürlich alles auf Englisch drauf. Small size for convenient storage. Genau, dass du quasi eine kleine Größe hast, damit du das halt bequem irgendwo lagern kannst.
Plus Kids Love It Too, also auch für etwas ältere Kinder, uns Erwachsene ist es ganz gut. Das ist hat eine exklusive, ultrasofte Intelligent Flex Bristles. Also diese Viecher sind wohl ganz, ganz aufregend. Genau. Und das gleitet nur so durch die Haare, minimiert Haarbruch und macht Hüllü. Genau, ne? Und minimiert auch dieses Frizzen, also dass du elektrisiert bist. Genau, 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 genau. Kommt mit in die Verlosung. Und sie ist pink. Nein, hallo, pink. Pink ist geil. So. Numero 3. Oh, des 3. Oh, wow. Numero 3 ist da. Was haben wir hier? Von Emma Hardy, Protect and Prime. Lichtschutzfaktor 30. Das ist eine tägliche Feuchtigkeitscreme, die leicht ist und dein Gesicht, du kannst sie auch als Primer verwenden mit Lichtschutzfaktor 30 und das finde ich total super. Emma Hardy habe ich auch noch nie ausgetestet. Also du kannst sie dann halt quasi auch super als Make-up-Unterlage verwenden. Da ist jetzt eine Schicht drauf. Ja, die riecht mir aber ein Stück weit zu orientalisch. Kommt auf den Vielleicht-Haufen, vielleicht kommt die mit in die Verlosung, vielleicht aber auch nicht. Da sind 15 Milliliter drin. Genau. Kommt dann erstmal quasi in die Mitte meiner unteren Etage. Ja. Die Nummer 4 ist ganz schön schwer und ganz schön groß. Also, ne? Oh ja, Baby Rituals. Nourishing Body Cream Ritual of Holy. The Holy, the Ritual of Holy. Keine Ahnung. Geil. Da haben sie doch alle von geschwärmt von dieser LE, ne? Hier sind echt 100 Milliliter drin. Das ist doch krass. Da ist noch ein bisschen Seife drauf, aber das geht. Das ist... Oh ja, die riecht super schön. Die ist ein bisschen fester. Aber 100 Milliliter ist doch geil. Da hast du ein bisschen länger mal was von. Boah, richtig schön. Die riecht richtig schön. Sehr sanft, sehr weich, pudrig, aber irgendwie halt auch so ein, die hat einen Pfiff mit dabei. Ich kann dir gar nicht beschreiben, wonach Flamingo Flower und Pink Grapefruit, keine Ahnung, wonach Flamingo Flower riechen soll, aber so riecht's wohl. Das soll eine reichhaltige Creme sein und die soll nähren und toll sein und ich finde die toll, die fühlt sich schön an. Ja, ne? Geil. 5. Klein, aber fein. Die Sand and Sky Australian Pink Clay Maske. Die habe ich auch schon mal verwendet. Die kann ich dir echt ans Herz legen und die kommt jetzt auch mit in die Verlosung. Die ist super. Die klärt deine Haut. Die macht deine Haut richtig schön. Das ist so eine Lehmmaske. Ne? Clay ist ja Lehm. Die machst du dir drauf, dann lässt du die einwirken, dann trocknet die in der Zeit und dann kannst du die abwaschen. Sackenteuer, aber richtig geil. Kommt mit in die Verlosung. Da kannst du dich dann auch drüber erfreuen. Ich habe die schon ein paar Mal verwendet und finde sie wunderbar, aber ich habe echt viele Masken da. Das heißt, die gebe ich dir mal. Oh, vielleicht packe ich dir auch nur pinke Produkte in die Verlosung, denn wir haben schon eine pinke Bürste und ein pinkes Australian Clay Maskengedöns. Oh, übertreib dich. Nikolaus. Nikolaus ist ganz schön groß und schwer. Also groß jetzt nicht, aber lang, ne? Und schwer ist es auch. Nikolaus muss eigentlich ganz, ganz klasse sein. Und ich, ja... Da verbindet sich was drin, genau. Maintail, the original Moisturizer, Texturizer, keine Ahnung, Conditioner und Shampoo. Also das ist Shampoo und Spülung. Und das sind Produkte, die unfassbar gehypt sind. Da sind jeweils drin 60 Milliliter, auch eine sehr ungewöhnliche Größe, würde ich mal so sagen. Und ich rieche mal dran. Riecht jetzt nicht irgendwie besonders, ne? Könnte auch ein Balea-Shampoo sein vom Duft her. Hm, aber werde ich mal verwenden und schauen, ob diese Produkte wirklich so... hypebar sind. Genau, wie sie gehypt werden. Und da sind einfach Pferde drauf. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich für einen tollen Pferdeschwanz. Also für lange Haare oder so. Ich weiß es nicht. Ja, mal gucken. Nummer 7 ist auch wieder schön groß. Und ich meine, ne, diese Verpackungen, die sind auch schön. Da ist jede Verpackung unterschiedlich. Das ist echt ziemlich geil. Nein! Richtig cool. Hier ist es drin. Das finde ich klasse. The Ordinary Hyaluronic Acid 2% plus B5. Also das ist so ein Serum fürs Gesicht. Das wollte ich auch schon immer mal probieren. Das ist ein Glastiegel. Ich glaube, das war irgendwie eine Pipette oder sowas. Ja. Und alle schwärmen von The Ordinary. Genau. Ne? Riecht nach nichts.
ja, das kann wohl was werden. Das wollte ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe das so oft schon mal in irgendwelchen Warenkörben drin gehabt und mir dann gedacht, nee, weiß nicht, Säure und so. Aber ja, jetzt habe ich es hier. Jetzt kann ich es mal probieren, ne? Finde ich geil. Und da sind drin tatsächlich 30 Milliliter. Ich glaube, das ist sogar eine Originalgröße. Also schön. Schön, schön. Und die Nummer 8. Ob sie kracht? Na, ich glaube, ja nicht so einen Scheiß erzählen. Eye, die kracht. Ja, genau. Das ist nämlich die Sleek Eye Divine Mineral Based Eyeshadow Palette Au Naturel drin. Ich habe das tatsächlich letztens auch bei... Boah, wo habe ich das? Bei Moldavid habe ich das auf dem Kanal gesehen, dass sie ja ihre Sleek Paletten mal so krass aussortiert hat. Ja, ich gucke mir auch gerne mal etwas ältere Videos an, ne? Und da hat sie auch erzählt, dass es halt so Paletten sind, die damals ja so extrem gehypt wurden. Keine Ahnung. Ich habe keine einzige Sleek Lidschattenpalette. Das ist jetzt meine erste. Ja, und die sollen echt toll sein. Keine Ahnung, muss ich mir mal anschauen. Das Design, das Packaging, das finde ich immer relativ öde. Deswegen habe ich mir nie Sleek geholt, weil, ne, spricht mich jetzt nicht so ultramäßig an. Und ja, hier hast du echt nur Nude-Töne. Hast dann so einen doppelseitigen Schwammapplikator, der in anderen Adventskalendern als ein Türchen drin ist. Aber gut, wir reden ja auch von fast 80 Euro, ne? Großen Spiegel hast du mit dabei. Hier hast du die Farben, die ich jetzt auch einfach mal swatche. Oh, so ein paar kann ich immer swatchen. Nehme ich mal 4 Stück, ne? Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. Ja, ne? Habe ich jetzt alle ein bisschen auf einen Haufen gemacht, ne? Sehr eng beieinander. Aber sieht sehr nice aus. Also da kannst du dich nicht beschweren. Das sieht alles ganz nett aus. Muss auf jeden Fall mal getestet werden. Ach, guck mal. Und jetzt, nachdem ich das geswatcht habe, habe ich immer noch so krass Farbe auf den Fingern. Ja, das, muss verwendet werden. Scheint dann auch so eine richtig schöne, klassische Nude-Palette zu sein. Und dann auch dementsprechend vielen Leuten zu gefallen. Das mag ich ja auch, wenn sowas in Adventskalendern drin ist, was nicht allzu ausgefallen ist. Damit halt auch der Adventskalender an sich den Leuten, mehrere Leute, anspricht. Ja. Ja, die Nummer 8 war schon mal ein schöner Kracher. Dann schauen wir mal in die Nummer 9. Was die uns zu bieten hat. Und zwar von Philip Kingsley, ein Daily Damage Defense Daily Leave-In Conditioner mit 60 Milliliter. Okay, ja, sowas benutze ich ja unheimlich gerne. Die von Glisco sind ja bei mir in täglicher Anwendung. Und das hier ist dann jetzt, sage ich mal, ja, eine Ergänzung, eine Erweiterung, wie auch immer. Ja, riecht wie ein Friseurprodukt, riecht ganz angenehm. Ein bisschen frisch, ein bisschen fruchtig, ganz toll. Ja, das kommt dann in meine Längen rein, damit ich besser durchkämmen kann. Macht Sinn. Die Nummer 10. Oh, dieser Adventskalender macht mich so glücklich. Oh ja, das ist ein Produkt, das hatte ich jetzt, glaube ich, letztens tatsächlich schon in der Box drin von Oskia London. Das Renaissance Cleansing Gel Illuminating Vitamin Melting Cleanser. Ist das Cleanser oder Cleanser? Ich sage das ja immer unterschiedlich in meinen Videos und jedes Mal schreibt jemand, dass ich das immer falsch ausspreche. Aber ich spreche das ja mal so aus. Was ist denn richtig? Cleanser oder Cleanser? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich weiß es gerade echt nicht. Genau, kommt mit in die Verlosung auf jeden Fall, weil ich das Produkt ja schon da habe. Und ja, soll aber mega geil sein, mega teuer sein, mega gut sein. Läuft. Es ist kein pinkes Produkt und dennoch mit in die Verlosung gewandert. Ne? Die Nummer 11. Fühlt sich an, als wäre nichts drin, aber es hört sich doch irgendwie noch was an. Ja, stimmt. Es ist von NARS ein Produkt. Ja, 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 von NARS. Die Farbe ist jetzt nicht so ultimativ, die ich jetzt hier drin habe. Andere hatten etwas dunklere mit drin. Ich habe jetzt hier so ein Nude. Es sind auch nur 1,8 Gramm drin. Aber ich meine, wir reden hier echt von einem Lippenprodukt von NARS. Und ich habe, glaube ich, noch gar nichts von NARS. Das ist halt eine ganz, ganz klassische, relativ langweilige Nude-Farbe, die aber auch super zu der Palette passen wird. Ich denke, den Stift, den muss man dann hier anspitzen, das Plastik anspitzen, um den zu verwenden. Behalte ich auf jeden Fall, ne? Jetzt habe ich mein erstes NARS-Produkt. Geil. Das war schon die Nummer 11. Halbzeit. Das Halbzeitprodukt. Oh, ich weiß, was drin ist. Leute, haltet euch fest. Haltet euch einfach. Egal, wo du gerade bist. Ob du sitzt, stehst, liegst. Halt dich einfach mal fest. Wir haben hier eine 50 Euro Gesichtscreme von Elemis drin. Die Pro Collagen Marine Cream. Creme du jour Anti-Rides, Anti-Wrinkle-Day-Cream, also gegen Anti-Wrinkle ist, glaube ich, Anti-Falten-Tagescreme, ne? 50 Tacken kostet das Ding. Boah,
Es ist krass. Es ist krass. Ja, das ist hier halt noch zu. Ich lasse die jetzt auch noch zu. Die soll mega geil aquatisch riechen, voll toll fliegend sein und so. Aber die ist ja immer nur eine begrenzte Zeit haltbar. Und die möchte ich dann demnächst mal verwenden. Und ich möchte nicht, dass die mir kippt. Also, ne, die möchte ich nämlich definitiv verwenden. Alter, von Elemis eine Creme. 50 Tacken. 30 Milliliter Creme. Es ist hier ein Plastiktiegel, ein schöner metallähnlicher Deckel, ne? Alter Schwede. Ich fall vom Stuhl fast. Hier, so. Ne? Und das ist nur die 12. Emma Hardy kommt übrigens auf jeden Fall in die Verlosung. Habe mich gerade entschieden. So. Weiter geht's mit dem zweiten Reihen-Moped. Ne? Also mit der zweiten Reihe des Adventskalenders, also der Nummer 13 in dem Fall. Es ist echt, also das macht wirklich Spaß, sowas auszupacken, weil du so coole Produkte drin hast und du bekommst was für dein Geld, ne? So, hier haben wir von Yes To Cucumbers oder Cucumbers Soothing Hypoallergenic Facial Wipes. Ja, das sind so Gesichtsreinigungstücher, die ich halt bei mir tatsächlich nur zum Swatches entfernen nehme oder so. Oder wenn ich halt so Lip-Swatches mache, dass ich mir den Lippenstift entferne. Das mache ich dann ganz gerne, aber ich benutze das jetzt nicht, um mich abzuschminken, weil das meine Haut nicht gut tut. Nee, da kriegst du nicht alles mit runter. Ne? Aber auch das ist mit dem Adventskalender ultra geil, vielfältig, dieses Ding. Und ich feiere das total und auch diese Dinger feiere ich gerade irgendwie, obwohl die gar nicht so ultra viel kosten, aber geil. Ja, da sind 10 Tücher drin. Und die riechen nach Gurke. Die Nummer 14, es sind alles wirklich unterschiedliche Designs, also das ist auch wirklich schön gemacht. Gefällt mir. Hier haben wir drin von Crayola Beauty ein Face Crayon, Multitasking Crayon for Eyes, Lips and Cheeks with Highly Pigmented Color and an Ultra Creamy Soft Texture. Also das ist für Lippen, Wangen und wofür noch? Lips? Augen, für die Augen. Okay. Also quasi ein Creme-Blush wahrscheinlich. Oh, es ist grün. Grüne Wangen. Ich glaube, das ist so ein Color-Changing-Fies, ne? Gucken wir mal. Was ist da denn hier? 2 Gramm sind da drin. Das ist ja nicht die Welt. Riecht nach ungefähr nichts. Hä? Quatsch. Das ist einfach grün? Hä, willst du mich... Wenn ich das verreibe, bleibt das grün. Jetzt dein Ernst? Ja, dann kann ich mir das für die Augen gut vorstellen, aber für die Wangen, da will ich doch keine grünen Wangen haben. Was haben die sich denn dabei überlegt? Das ist irgendwie ein Scherz, oder? Ich glaube, das ist ein Scherz. Naja, aber gut. Das sieht aus wie ein Wachsmalstift und das ist wirklich grün. Ich hätte echt gedacht, das wäre so color-changing, ne? Nö. Ja, ne, habe ich jetzt einen Augenstift quasi. Hä? Warum denn grün? Das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig, muss ich gestehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir die Wangen... Ich meine, vielleicht, wenn du dir so ein Advents... keine Ahnung, wenn du dich als Grinch schminkst oder so zum Beispiel, kannst du dich mit diesem Stift einmal Full Face schminken, natürlich, ne? Das ist dann irgendwie witzig. Aber ich möchte keine grünen Lippen haben und ich möchte auch keine grünen Wangen ansonsten haben. Es sei denn, du malst dir da so Tannenbäume drauf. Das geht natürlich auch zu Weihnachten, ne? Aber da ist die Frage, wie haltbar das ist, weil ich habe es ja hier verrieben und ist dann halt direkt verrieben. Sehr merkwürdig, behalte ich aber trotzdem. Ja. So als irgendwie witzig Produkt. 15, sehr leicht. Aber irgendwas ist drin. Oh ja, es ist von Spectrum die A10. Das ist ein Fanbrush für Highlighter in einem Mermaid-Stil. Ich persönlich benutze gar keine Fanbrushes, um mir Highlighter aufzutragen, muss ich gestehen. Ich benutze wirklich nur ganz normale Highlighterpinsel, also so Fanbrushes. Ist nicht meine Welt. Der kommt mit in die Verlosung. Aber ist ganz nice, ne? Sieht ganz... Oh, das ist wieder rosa. Hey, komm, ist pink. Der muss in die Verlosung. Die Nummer 16. Wieder etwas Leichteres. Oh ja, Regenerate. Oh, das ist wieder eine Zahnpasta. Ja, das wusste ich. Das wusste ich, dass da 19,6 Gramm Zahnpasta drin sind. Kommt mit in die Verlosung. Ich rede gar nicht weiter drüber, ne? Ich habe genug Backups.
Aber ich finde, Zahnpasten gehören echt nicht in den Adventskalender rein. Dann macht er doch irgendwas anderes rein. Naja, die Nummer 17 ist so ein geiles Leo-Muster. Pure Skin Face Cleanser. Den behalte ich. Remove Surface Oils, Make-up, Dirt and Grime. Safe for Sensitive Skin. Also, das ist ein Cleanser, ein Reiniger für das Gesicht. Und der entfernt dir alles, was nicht auf das Gesicht gehört, so wie Öle und Spack und Iba und so. Quasi übersetzt, ne? Behalte ich auf jeden Fall. First Aid Beauty Fab ist die Marke. Aber da scheint noch irgendwie eine Folie drauf zu sein. Ich rieche auch nichts durch. Wahrscheinlich ist, ja, hier ist eine Folie drauf, natürlich. Ja, wird dann bei Bedarf geöffnet und verwendet und reviewed und hasse nicht gesehen. Aber hat er auch Make-up weg? Ja, Make-up, sehr schön. 18, die Nummer 18 in einem wunderschönen Limonen-Gelbgrün. Und hier befindet sich drin von This Works 10 ml Deep Sleep Pillow Spray. Geil, das ist ein Kissenspray, wodurch du besser schlafen können sollst. Ja, genau. Ich mache das mal hier so rein und rieche mal, wie das so riecht. Huch. Das ist mit dem Sprüher, das ist sehr, sehr gut. Oh Gott, das riecht nach Oma. Irgendwie hat das was Moschusartiges gerade gehabt. Puh. Aber das Moschusding, das hat sich jetzt schnell verflüchtigt. Es riecht jetzt einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Aber im ersten Moment war das echt gerade voll die Nase Moschus, ey. Ja gut, wird getestet. Mal gucken, ob ich damit klarkomme oder ob ich dann die ganze Nacht rumnieße. Ich kenne mich ja. Ich bin manchmal ein bisschen anfällig für Gerüche und bekomme dann auch gerne Kopfschmerzen davon. Aber das wird getestet und ich werde euch auch erzählen, wie das war, weil ich das dann irgendwann ins Aufgebraucht-Video oder ins Aussortiert-Video packen werde. Geht direkt bei mir ans Bett. Die Nummer 19 ist einfach riesig. Riesig. Aber leicht. Das ist wahrscheinlich eine Maske drin oder so. Ja, das ist von Dr. Jart Plus. Die Ceramidin Facial Mask. Die ist für intensive Feuchtigkeit. Feuchtigkeit vor allem. Genau. Und das ist eine Sheet Mask, also quasi eine Tuchmaske, die du dir einfach auf dein Gesicht legen kannst und sie wird wohl gelb sein. Jo. Ne? Sehr gut. Tuchmasken und ich, wir sind so. So. 20. Oh, dieser Adventskalender macht mir echt Spaß und ich will nicht, dass er aufhört, weil ich weiß, was gleich kommt und dass er dann vorbei ist. Und ich finde das gemein. Ich will, dass er nicht aufhört. Recharge Mask Nui. Die wird zu euch weiterwandern. My Clarin, also von Clarin, 15 ml. Eine Nachtmaske. Ich bin kein Fan von Nachtmasken, weil ich bin ein Bauchschläfer. Und als Bauchschläfer macht es keinen Sinn, eine Nachtmaske zu verwenden, weil das ist ja im Prinzip wie eine etwas dickere Schicht Creme. Und dann legst du dich halt hin und über Nacht und dann wäschst du die am nächsten Morgen ab. Meine Maske befindet sich aber dann in meinem Kissen, weil ich jetzt halt mit meinem Gesicht ins Kissen gehe. Ich habe das schon getestet, das funktioniert einfach nicht. Wird in die Verlosung wandern. Ja, da steht auch gar nicht, was die machen soll. Einfach nur relaxing. Finde ich auch ganz nett. Die Nummer 21 ist auch wieder in so einem schönen Zebra-Muster. Also hier ist... Oh ja, das war übrigens der Grund, weswegen ich mir diesen Adventskalender hauptsächlich bestellen wollte, weil ich gesehen habe, dass sich dieses Produkt in diesem Adventskalender verbirgt. Und zwar von Clinique, die All About Eyes Augencreme Baby. Die kostet 22 €. Sie ist geil. Also wenn sie reduziert ist, regulär glaube ich 25 €. Und ich habe sie ja von der lieben Marie in mehrfacher Ausführung zugeschickt bekommen. Und jetzt habe ich noch ein Backup und das ist meine absolute Lieblingsaugencreme. Die ist sanft, die ist toll, die brennt nicht. Die ist teuer, ja, natürlich. Ne? Es ist Clinique, wir reden von Clinique, es ist okay. Aber die ist toll, die zieht gut ein, die macht wirklich deine Augen schön. Ich habe mal Videos von mir angeguckt, bevor ich wirklich mich in diese Augencreme verliebt habe. Ich habe wirklich Augenringe gehabt vorher, ne? Das war hier wirklich sehr, sehr dick geschwollen. Mittlerweile, und ich bin ja auch gealtert, ne? Das muss man ja auch dazu sagen, sieht meine untere Augenpartie doch deutlich besser aus als damals. Und deswegen, ich glaube, dass ich das unter anderem diesem Produkt zu verdanken habe. Schleichwerbung, Claudi, Schleichwerbung. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich diese Creme so sehr liebe, aber ich liebe sie. Die Nummer 22. Oh, bin so nervös hier. Ja, Coco and Eve, die hatte ich schon mal. Das ist eine Haarmaske. Ja,
Super Nourishing Coconut and Fig Hair Mask. Ich weiß nicht, was Fig heißt, also F-I-G. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Maske, die dir ordentlich Feuchtigkeit in die Haare reinkabäschen soll. Und ich weiß, dass sie relativ teuer ist. Ich weiß, dass sie sehr, sehr gut ist. Und deswegen kommt sie mit in die Verlosung, weil sie ist pink. Und hier sind wir schon bei der Nummer 23. Ja, auch hier verbirgt sich ein ganz tolles Produkt drin, wo ich sehr oft dieses Produkt in meinem Warenkorb hatte und jedes Mal dachte, nein, das muss nicht sein, du hast doch genug, da musst du nicht so viel Geld ausgeben. Von Laura Mercier, es wurde so gehypt, ne? Deluxe Mini Translucent Loose Setting Powder and Mini Velour Puff. Velour Puff. Okay, also das ist quasi das Setting Powder von Laura Mercier. Oh, es wird so gehypt von allen. Da sind drin 9,3 Gramm. Puff. Ja, kann man machen. Ja. Und da hast du halt einen Velour-Puff mit drin. Also quasi diesen Applikator, womit du das theoretisch auftragen könntest. Ich mache das lieber mit anderen Produkten. Und ja. Das ist Plastik. Aber es ist schön, oder? Jetzt habe ich es endlich. Da steht, hier steht Laura Mercier drauf. Das ist jetzt in dieser Größe nicht so ultra teuer, ne? Da kostet das auch irgendwie nur 14 Euro oder so. Aber trotzdem, hallo? Voll krass. Ja, ne? Ist halt ein loses Puder und dann macht man die Folie ab, dann macht man das in den Deckel und dann puffelt man sich das auf sein Gesicht und dann sieht man angeblich total super aus. Ja, riecht nichts durch. Das ist auch einfach Puder. Wonach soll das riechen, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich das jetzt auch in meiner Sammlung drin habe und benutzen kann. Da ist doch einfach gerade die Videoaufnahme unterbrochen worden, ne? Krass. Die Nummer 24 ist wohl das Highlight des Ganzen, wollte ich gerade nur gesagt haben, weil das ist halt die Nummer 24 und ja, ne? Es ist Bäcker. Es ist einfach Bäcker. Also, ne? Wer da jetzt nicht schreit, oh mein Gott, 15 Milliliter First Light Priming Filter, ne? Primer von Bäcker. In der Verpackung jetzt nicht so ultra schön. Ja, ich weiß, mit Beipackzettel. Okay, aber der soll doch so mega geil sein, ne? Also, oh, ich liebe Glow Primer. Ich liebe sie. Und ja, ich gehe auf. Er ist noch zu. Wir machen ihn auf. Wir wollen ihn doch swatchen. Ja gut, swatch mal einen Primer. Aber das soll ja so ein Glowy Primer, glaube ich, sein. Boah, meine Fingernägel sehen so furchtbar aus. Ich habe viel zu viele Adventskalender in letzter Zeit geöffnet. Ich glaube, das ist der... jetzt habe ich ein bisschen viel genommen, Mist. Das ist der Primer, den die liebe Mrs. Rosa Roth echt immer wieder versucht nachzubauen. Das ist der lilane Primer. Hat keinen großen Eigengeruch, ist aber sehr angenehm vom Duft. Oh mein Gott, ich habe viel zu viel genommen, Leute. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, und der hinterlässt halt einen leichten Glow auf der Haut, wenn man nicht zu viel Produkt verwendet. Ja, sieht man jetzt nicht so gut, aber ne, das ist hier halt direkt am Handgelenk geswatcht. Und ja, einen schönen Glow halt, ne, nicht zu extrem. Könnte ein bisschen mehr sein, aber ich glaube, dass das so ganz gut funktionieren wird. Also, ich will ihn verblenden. Er fühlt sich schön an, richtig schön flüssig und angenehm und ja, meine Finger glitzern. Das ist eine wohlverdiente Nummer 24, auch wenn es nicht das teuerste Produkt aus dem ganzen Adventskalender ist. Es ist das Highlight-Produkt, weil es einfach toll ist. Es ist einfach Bäcker, ne? Mega. Wie viel? Hier, 15 Milliliter habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Ich feiere diesen Adventskalender wirklich. Also, wenn du drüber nachdenkst, dir einen coolen Adventskalender zu holen, womit du dich jeden Tag, wirklich jeden Tag glücklich machst, dann hol dir den. Wenn du, oder für Freunde, also für Frauen, denen du einen Adventskalender schenken möchtest, deiner Mutter oder deiner Freundin, deiner Frau, deiner Schwester, deiner Tochter, deiner Tante, deiner Mutter, habe ich glaube ich auch schon gesagt, weiß ich nicht, allen, deiner Oma, machst du mit glücklich, definitiv. Ich finde den ultra toll und er hat mir richtig gut gefallen. Ich blende hier mal den Gesamtwert ein und ich weiß, dass er relativ hoch ist. Es ist der helle Wahnsinn und ich finde es so großartig und ja, ne? Denk an die Verlosung, die ist in diesem Video ziemlich cool. Eigentlich in jedem Video, aber hier in diesem ganz besonders, finde ich. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!